Das Wort hat der Kollege Björn Sänger für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Kollege Binding, beruhigen Sie sich jetzt erstmal. Sie sind ja ganz aufgeregt. Ja. Unglaublich, Sie sind wirklich, Sie haben das hier angesprochen, nervöse Anträge werden vorgelegt, diese Woche wieder von den Linken. Bin gespannt, was nächste Woche kommt. Das ist ein bisschen wie Murmeltiertag. Sie sagen, diese Anträge sind nervös und gleichzeitig möchten Sie ein geschlossenes Konzept haben. Das ist absolut notwendig, ein geschlossenes Konzept zu haben. Sie haben ja eben gerade in Ihrem Redebeitrag ungefähr 5, 6 unterschiedliche Maßnahmen angesprochen, die alle sehr sinnvoll und sehr notwendig sind, die man aber vernetzt in ein geschlossenes Konzept, wie Sie es ja auch haben wollen, einfließen lassen muss. Nur das kann man eben nicht mit der heißen Nadel stricken, sondern da braucht man auch ein bisschen Zeit und sinnvolle Vorbereitung. Wir haben es im Koalitionsvertrag vereinbart und wir werden das auch entsprechend vorlegen, und zwar so, dass die Probleme auch gelöst werden. Die Linken möchten mit der Bonisteuer das Abkassieren der an kurzfristiger Profitmaximierung interessierten Manager, die also Millionen da scheffeln, verhindern. Und mit einer Steuer, genau. Und Sie wollen diese Steuer einsetzen bei 27.000 Euro. Es sind 27.000 Euro, korrigieren Sie mich, nicht ganz eine Million. Nicht am Tag. Es geht um 27.000, ab 27.000 Euro bei Boni. Bei Boni ab 27.000 Euro. Aber Sie stimmen mir zu, dass das nicht eine Million ist. Wir haben im Übrigen auch eine Ursachenanalyse gemacht. Und Sie haben ja vollkommen recht. Kurzfristige Profitmaximierung hat dazu geführt, unter anderem mit vielen anderen Faktoren, dass wir uns hier in der Krise befinden. Das ist unwidersprochen. Nur mit der Bonisteuer schaffen Sie doch nicht, dass die Leute sich weiter kurzfristig am Profit maximieren. Die kriegen ja weiter ihre Boni, sagen Sie ja selbst, haben Sie eben gerade gesagt auf die Antwort, die Frage von Kollegen Dr. Volk. Sie machen es einfach nur teurer für die Banken, weil die werden weiter zahlen. Das geht zulasten des Eigenkapitals. Das führt dann schlussendlich dazu, dass wir hier in eine Kreditklemme hineinlaufen. Und dann schauen Sie sich doch mal an, wenn Sie das Beispiel Großbritannien erwähnen, wie viel Umgehungstatbestände es da gibt. Da können Sie nämlich diese Boni einfach über eine Tochtergesellschaft, beispielsweise auf den Kanalinseln auszahlen. Da sind Sie wieder, die bösen Töchter, Herr Dr. Trost. Und das können Sie aber ja nicht verhindern. Die Möglichkeiten sind ja immer wieder da. Sie schaffen eine Menge von Bewertungsproblemen. Was machen Sie denn beispielsweise, wenn so ein Bonus in einem Sachwert ausgezahlt wird? Wollen Sie zwar auch erfassen, aber wie wollen Sie das denn bewerten, wenn jemand beispielsweise als Dienstwagen einen Mercedes 300 SL Roadster Baujahr 55 bekommt? Ja, da zahlen Sie am Markt ruhig mal 500.000 Euro für. Der hat aber einen Listenpreis gehabt 1955 von, ich weiß nicht genau, paar 30.000 D-Mark. So. Wir haben es bei den Dienstwagen, wird nach Listenpreis besteuert. Das müssten Sie dann da auch machen. Ich weiß nicht, ob Sie damit das Ziel wirklich erreichen, was Sie hier an der Stelle verfolgen. Die Bonussteuer hilft hier überhaupt nichts. Überraschend gut, Herr Kollege Dr. Schick, ist der Antrag von den Grünen. Das sage ich hier an dieser Stelle. Ja, obwohl die Überschrift doch ein bisschen brutal klingt, Gehaltsexzesse. Aber Sie haben erkannt, es muss sozusagen eine Haftung herbei, wenn schon Bonus gezahlt wird. Bonus, leistungsorientiertes Vergütungssystem, ist ja nichts Schlimmes an sich. Es muss sich eben nur mit einer Haftung verbinden. Von daher sind wir da vollkommen an einer Linie. Langfristiger Erfolg, da können wir uns noch drüber unterhalten, wie langfristig oder wie viele Jahre langfristig ist. Das ist eine zeitliche Diskussion, in die wir dann da eintreten. Aus unserer Sicht muss natürlich auch noch ein Malus dabei, logischerweise. Wenn es in die eine Richtung geht, geht es auch immer in die andere Richtung. Wir müssen für Gehaltstransparenz sorgen bei den Hauptversammlungen. Wir müssen die Rechte der Aktionäre entsprechend stärken. Wir brauchen effiziente Strukturen in den Aufsichtsräten, also eine Begrenzung der Mandate, eine persönliche Haftung der Aufsichtsräte. Wir brauchen
Thema persönliche Haftung auch die Möglichkeit, dass, wenn man denn mal scheitert als Manager, dass dann nicht der Selbstbehalt bei einer D&O-Versicherung auch noch vom Unternehmen bezahlt wird. Dann habe ich nämlich eine Vollkasko-Geschichte, das wollen wir nicht. Wer also den Karren vor die Wand fährt, der muss auch persönlich am eigenen Einkommen, am eigenen Vermögen merken, dass er da an der Stelle einen Fehler gemacht hat. Und es muss eine Wartezeit herbei beim Wechsel vom Vorstand in den Aufsichtsrat. Das ist alles grundsätzlich richtig, aber auch Sie haben einen kleinen Fehler in Ihrem Antrag drin, der den dann bedauerlicherweise wieder unmöglich macht. Das ist nämlich die Begrenzung des Betriebsausgabenabzugs, weil auch das bekämpft an dieser Stelle die Ursachen nicht, sondern führt auch wieder dazu, dass schlussendlich die Kosten höher werden, geht zulasten des Eigenkapitals. Ich habe es schon mal erwähnt. Ich will es nicht gesetzlich begrenzen. Gehaltszahlungen sind nach wie vor Betriebsausgaben und demzufolge auch steuerlich abzugsfähig. Mit anderen Worten, von den Linken habe ich nichts anderes erwartet. Ausdrückliches Lob an die Grünen, bis auf diese Kleinigkeit, aber da können wir dran arbeiten. Danke. Das Wort hat der Kollege.